Warst du schon mal auf jemanden wütend oder hattest Hass gehabt auf eine gewisse Person? Ich denke, wir alle hatten das mal, dass wir Wut haben, Hass, vielleicht auch Neid, persönlich einfach getroffen sind und dieser Person nichts Gutes wünscht, weil wir so verletzt worden sind, so hintergangen worden sind. Was machst du mit solchen Gefühlen? Trägst du sie eine Zeit lang mit dir rum? Versuchst du dieser Person tatsächlich zu schaden, ihrem Ruf zu schaden oder auf einem anderen Wege? Wenn wir wissen, dass wir alle aus Energie bestehen und dass all der Hass, all die Wut, all die Rache in meinem Energiefeld für Schaden sorgt. Das heißt, Wohlstand, Erfolg, Gesundheit auf Dauer ist dann für mich auf einer friedlichen Ebene nicht möglich. All das Gute, all das Hochschwingende kann mich in dem Moment nicht erreichen, weil ich was ganz anderes nach außen ja, als Schwingung aussende. Selbst wenn andere Menschen dich verletzt haben und wirklich ganz mies hintergangen sind. Du darfst all die Wut haben und all die Rache haben. Das dürfen wir alles fühlen, das müssen wir nicht wegmachen. Umso mehr wir authentisch fühlen, desto mehr kann dieses Gefühl von alleine fließen und gehen. Du musst niemanden bestrafen für das, was er dir getan hat. Und ich bin auch so ein Mensch, dass ich sage, boah, die Person soll mal fühlen, wie ich mich fühle, weil alles Energie ist. Wenn sie wirklich mit schlechter Absicht dich verletzt hat, und überhaupt dich verletzt hat. Diese Energie ist in ihrem Feld genauso. Und du musst gar nichts tun. Diese Person verletzt sich in dem Moment selbst, weil alles, ihr kennt Karma, alles, was du Schlechtes rausgibst, all deine Absicht, ist auch in deinem Feld. Und wird auf kurze Dauer oder auf lange Dauer zurückkommen. Und leider manchmal auch auf die eigenen Kinder, wenn es einen selber nicht trifft. Und es gibt genug Menschen, die dann sagen, nee, dieser Mensch ist echt hinterhältig und voll schlimm und der Person geht es richtig gut, das weißt du nicht. Du steckst nicht in dem Körper von dem Menschen. Auch wenn es nach außen gut aussieht, du weißt nicht, was in seiner Innenwelt abgeht. Du weißt nicht wirklich, wie es diesem Menschen geht. Social Media zeigt es ja uns. Da gibt es genug auf Instagram, diese ganzen Influencer, die sich nach außen richtig super glücklich zeigen. Und am Ende kommt raus, gegenseitig fremdgegangen, total unglücklich, Schulden. Da kommen die schlimmsten Sachen raus, wo du denkst, krass, die haben uns was vorgespielt, die waren so authentisch, die waren so ehrlich und dann so eine Scheiße. Passiert immer und immer wieder. Deswegen sage ich, vertraue nicht das deinen Augen, was sie da im Außen sehen. Du weißt nicht, was dahinter steckt. Aber du kannst die Energie spüren. Wenn du wirklich neutral bist und reinspürst, dann kannst du schon fühlen, ob da alles wirklich gut läuft oder nicht. Und das musst du auch gar nicht. Es geht eher um dich und um dein Energiefeld. Also wenn ich hasse und Rache habe, bleibe ich erstmal damit und nimm das an. Na, früher habe ich mich dafür verurteilt. Ich erlaube dem da zu sein. Es ist berechtigt. Ich wurde verletzt. Also darf ich auch hassen. Und dann zu schauen, dass ich in eine neutrale Position komme. Gerade auch mit Meditation, wenn du dafür die Zeit hast. Wenn nicht, einfach immer wieder reinzufühlen. Ich wünsche dieser Person das Beste. Manchmal wünsche ich ihr nicht das Beste, ist auch in Ordnung. Es gibt immer eine Zeit, wo wir auch mal diesen Hass negativ mit Energie füllen können. Das ist in Ordnung. Wir sind alle Menschen. Ja? Dann wünscht man dieser Person erstmal das Schlechte. Aber nicht stundenlang, tagelang, jahrelang. Ja, dann macht das dann mal 5 Minuten, dann ist gut und dann wieder zu dir zurückkommen und hier in die Reinigung gehen. Bitte verzeih mir, I'm sorry, ich liebe dich, danke. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke. Bitte verzeih mir, es tut mir leid. Das sagst du nicht der Person, dir selber. Wegen dem Energiefeld, wegen diesen Gefühlen, die du dieser Person jetzt gerade wünschst, dass du in dir in die Reinigung gehst. Weil wenn extrem großer Hass entsteht, extrem große Wut entsteht, ist das alte Wut. Das ist eine ganz alte Wunde aus der Kindheit und dann kommt es sogar vor, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, weil sie dieses Gefühl nicht ertragen können. Und umso mehr ich in mir heile und integriere und es einfach nur annehme und für mich selber verzeihe, es tut mir leid, sorry, ich liebe dich, danke, das immer wieder und dem anderen freilassen. Ich lasse ihn frei. Gott, gib mir die Kraft, diese Person loszulassen. Ich habe so viel Hass. Gott, gib mir den inneren Frieden, dass ich damit umgehen kann. Und glaub mir, mit der Zeit hilft das. Das wird mit der Zeit immer besser. Gerade wenn du dann diese Person rauslässt aus deinem Energiefeld, wisst ihr, das Problem ist, es gibt energetische Haken. Umso mehr in mir diese Negativität ist, desto mehr ziehe ich, können sich Menschen und Wesen an mir ranhaken, die genau zu diesem Negativen passen. Das heißt wieder nicht, dass du negativ bist und böse bist, sondern dass du auch einiges an negative Scheiße in deiner Vergangenheit erlebt haben musst, um sowas im Außen anzuziehen.
Deswegen das Gebet, aus meiner Sicht, das Gebet hilft unglaublich viel. Mein Energiefeld reinigen, indem ich bei mir bleibe, das Gefühl annehme und sage, okay, ist es da? Ich akzeptiere es, ich habe gerade voll die Wut, ich habe gerade voll den Hass. Und dann mit der Zeit Schritt für Schritt zu schauen, ob ich es irgendwie loslassen kann, mit Hilfe einer höheren Kraft, die mich darin unterstützt, inneren Frieden spüren zu können. So gehe ich mit Hass und Wut um. Wie gehst du damit um?